Ja, hallo, mein Name ist Mari Nils und ich rede heute über Free Education, ein Wortspiel aus Free und Education. Also ich denke, Free Education ist eine Plattform für kostenlose Bildungsmaterialien, die unter OER-Lizenz veröffentlicht werden. Das gibt es schon zuhauf, wir richten uns aber speziell an Schüler und Schülerinnen und zwar direkt ohne den Mediator Lehrer. Wir sind eine außeruniversitäre Projektinitiative, sind aber Lehramtsstudenten und ein ausstudierter Marketing-Medienstudent dahinter. Generell, wie gesagt, eine Plattform für kostenlose Lehrmaterialien. Heutzutage ist es so, dass Schüler, Schülerinnen, junge Leute gewohnt sind, auf alles im Internet kostenlos schnell mit zwei Klicks zuzugreifen. Niemand möchte mehr lange bei Yahoo-Suche irgendwas nachschauen und die Antwort darauf ist für uns unser Projekt, das wollen wir irgendwie damit erreichen. Unsere primäre Zielgruppe sind die Schüler und Schülerinnen, eine sekundäre Zielgruppe sind die LehrerInnen, die damit dann auch arbeiten können und selber die OER-Duo, die das Projekt dann auch mit vorantreiben. Auf mittelfristige Sicht wollen wir nicht nur eine Lernmaterialdatenbank, sondern ein interaktiver Lernort werden. Dafür haben wir unser Projekt erstmal in Projektphasen eingeteilt. Die erste Projektphase war der Aufbau einer tragfähigen Datenbank und Projektinfrastruktur, sprich Webauftritts, Server, E-Mail-Adressen, da steht alles. Wir befinden uns jetzt zwischen Projektphase 1 und 2 und zwar geht es jetzt an die technische Reprogrammierung der Website, um ein interaktives Angebot aufbauen zu können. Dazu haben wir viele Konzepte und jetzt kommt das Know-how da rein. Die Projektphase 3 ist dann die monetäre Finanzierung der Plattform durch sich selber. Da wir ja kein Institut oder Projekt oder Fördergelder hinter uns haben, sind wir auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit von OER angewiesen. Und Projektphase 4 ist dann die Instandhaltung des Angebots bei verschiedenen neuen Innovationen oder Investitionen. Generell heißt es aber für uns, wo das Ziel ist, wird der Weg uns dann zeigen, besonders wenn man so weit denkt. Und da möchte ich nochmal darüber reden, warum OER relevant für uns ist. Man könnte ja auch sagen, ja, nehmt doch einfach für die Materialien Geld und dann habt ihr es durch. OER ist für uns erstmal relevant, da wir die Datenbanken frei ausbauen können. Sprich, wir haben einerseits keine monetären Belastungen, aber auch Schüler, die es nutzen wollen, haben keine monetären Belastungen und die Rechtssicherheit des Nutzers dahinter auch. Durch die Vorlizenzierung unserer Arbeitsblätter ist kein weiteres Verlinken notwendig. Wir haben die Arbeitsblätter direkt so lizenziert und verlinkt, dass ein Lehrer die ausdrucken könnte, vielleicht noch ein, zwei Texte ändert und dann nur runterschreibt, remixed und die dann sofort nutzen könnte, ohne noch zu schreiben, gefunden bei. Genau, und für uns ist natürlich auch noch der Aufbau und Beitrag zur OER-Community recht wichtig, dass wir mit unseren Materialien quasi andere Portale auch befüllen können. Wo sind unsere Probleme mit OER? Die hat man natürlich auch, da spricht man nur nicht so gerne drüber. Unsere Probleme sind dabei, dass unsere primäre Zielgruppe, sprich die Schüler, intrinsisch motiviert wahrscheinlich erstmal keine Einreichung vornehmen werden. Das heißt, wir verlassen uns da auf die sekundäre Zielgruppe, beziehungsweise müssen diese erstmal schaffen, auch Lehrern zu sagen, ja, wir richten uns an Schüler, aber ist auch für euch sehr, sehr, sehr cool. Und diese Einreichungen müssen dann auch irgendwo attraktiv gestaltet werden. OER ist ja momentan so, dass man sich auf diese Duo verlässt, die schon da sind. Wir wollen aber andere Nutzergruppen auch akquirieren durch zum Beispiel ein Reward-System, was sich dahingehend orientiert. Und die fachlich korrekte Darstellung ist natürlich auch wichtig. Wir müssen hier den Spagat machen, da wir eine schnell zugängliche Bildungsplattform sein wollen, zwischen Top-down, wir kontrollieren alles, was hochgeladen wird und der freien Mitarbeit von unten. Das ist natürlich für uns ein Konzept, was noch zur Erarbeitung steht. Und wir haben keine Einnahme aus OER, das heißt, wir müssen dritte Einnahmenquellen durch Services oder verschiedene APIs, Ähnliches erschließen. Das bringt uns zu unserer ganz persönlichen Kritik an OER, die wir jetzt im Projekt irgendwie gemerkt haben. Einmal, dass es einen Mangel an flächendeckenden Ansätzen gibt. Es gibt viele Institutionen, es gibt viele Pilotprojekte, die gesponsert werden oder auch gefördert werden, aber es gibt noch nicht den strukturellen, geplanten Ausbau von OER in einer freien Wirtschaft. Und jedes Konzept, was sich auf Dauer tragen sollte, sollte auch frei wirtschaftlich irgendwann sich refinanzieren können. Und dass OER auch im schülerinnenbezogenen Kontext oft nur durch den Mediator Lehrer zugänglich ist, weil der Schüler oft keine Seiten findet, die ihm schnell in zwei, drei Klicks die Materialien liefert, die er braucht. Wie wollen wir OER weiterentwickeln? So als letztes, wir wollen einmal die Öffnung für die rechtfreie Wirtschaft. Wir wollen die Wirtschaft intrinsisch motivieren, selber in OER zu investieren und selber seine Mitarbeiter zum OER-Doing anzustiften, wie Siemens das auch schon sehr gut macht. Und wir wollen ein zeitgerechtes Marketing für OER.